The Horace Heresy Angelus Exterminatus Blut und Eisen von Graham McNeil, gelesen von Tom Jacobs. Der Ruf des Todes ist ein Ruf der Liebe. Der Tod wird süß, wenn wir ihn bejahen, wenn wir ihn als eine der großen ewigen Formen des Lebens und der Verwandlung annehmen. Der Moment, in dem sich der Mensch über seinen gemeinen Ursprung erhebt und zu etwas Größerem wird, einem fliegenden gottgleichen, schimmernden, diaphanen, wundervollen Geschöpf, das wird meine Apotheose sein, bei der ich mich vor den Augen des gesamten Imperiums zu einer prinzipiellen Inkarnation des Seins erhebe. Primarch Fulgrim. Mein phönizisches Imago Schuld auf der Seele gleicht Rost auf dem Eisen. Beide verderben und verzehren die Substanz, nagen und wühlen sich ins Innere, bis sie am Ende das Herz im Innern zerfressen. Aber wenn die gesamte Welt dich hasst und in dir das Böse sieht, während dein eigenes Gewissen dich von jeder Schuld freispricht, wirst du nicht ohne Freunde sein. Primarch Perturabo Opferbereitschaft. Und ich versichere euch, meine Kinder, schon bald wird euer Reich zu einem Ort des Wahnsinns geworden sein, wenn der Engel Exterminatus seine Abkömmlinge aussendet, die als Dämonen in menschlicher Gestalt töten und schänden. Alle werden unter der Hand dieses Avatars der Ausschweifung leiden, und aus seinem Herzen brechen Dämonen ohne Zahl, denn die Tore der Verdammnis werden weit aufgestoßen. Fragment eines Firenzinischen Manuskripts Die Spaltung der Prophezeiungen Buch 1 Terrafigula Theogonien Römisch 1 Unter ihm der Tod, über ihm das Unbekannte. Nur eine Wahl. Eine kurze Unaufmerksamkeit oder ein einziger Fehltritt, und er würde sterben, zerschmettert auf den scharfkantigen Felsen in der Tiefe. Seine Finger waren blutig und krallten sich in die schmalsten Spalten der Klippe. Die Muskeln in seinen Waden zitterten wie gezupfte Saiten, und Säure brannte in seinen Armen, obwohl er keine Erinnerung an die Anstrengung hatte. Wie war er an diesen Ort gelangt? Darauf wusste er keine Antwort, ebenso wenig wie auf alles andere. Er wusste nur, dass die schroffe Felswand vor ihm feucht und schlüpfrig war und sich über ihm im Dunst des Regens verlor. Was befand sich auf dem Gipfel der Klippe? Er wusste es nicht, doch was in der Tiefe auf ihn wartete, wusste er nur zu gut. Seine rechte Hand verkrampfte sich und er löste behutsam einen Finger nach dem anderen vom Felsen, um den Schmerz in ihren Gelenken zu lindern. Langes, schwarzes Haar fiel ihm ins Gesicht, und er schüttelte seinen Kopf, um wieder klar sehen zu können. Die Bewegung warf ihn beinahe von der Klippe, und er krallte seine Finger noch stärker in das Gestein. Er spuckte Regenwasser aus und blickte hinauf in den grauen Niesel der nebligen Wolken. Wie nah war er dem Gipfel? War es leichter, nach oben zu klettern, oder war der Boden weit unter ihm näher? Er konnte es unmöglich sagen, aber er musste bald eine Entscheidung treffen. Eine schlechte Entscheidung war besser als gar keine Entscheidung, und er begriff, dass ihm nur zwei Möglichkeiten blieben. Zu einem bekannten Schicksal zurückzukehren oder einer ungewissen Zukunft entgegenzuklettern. Obwohl er sich nicht an sein selbst erinnern konnte, wusste er, dass Zurückweichen nicht seiner Natur entsprach. Egal wie es kam, er hielt an einer einmal getroffenen Entscheidung fest, Woher er das wusste, konnte er nicht sagen, wohl aber, dass er sich richtig entschieden hatte. Er hob seine rechte Hand und suchte tastend über sich nach einem Halt im Fels. Als er einen Vorsprung gefunden hatte, packte er zu. Behutsam schob er seine linke Hand nach oben und klammerte sich an den dünnen Felssims. Nachdem seine Hände festen Halt gefunden hatten, hob er seinen Fuß, bis seine entblößte, aufgerissene Sohle war er so weit geklettert, sicher Tritt gefaßt hatte. Er stieß sich ab und zog seinen Körper höher, wobei ihn trotz der kurzen Distanz ein überwältigendes Gefühl des Sieges durchströmte. Mit quälender Langsamkeit und Geduld kletterte er weiter nach oben. Jede Bewegung war schmerzhaft und gefährlich, ging jedoch mit dem unaufhaltsamen Entschluss einher, dass er nicht versagen würde. Der Regen wurde heftiger und peitschte seinen Körper mit eisigen Nadeln, als wäre er ein boshaftes Wesen, das ihn vom Fels stoßen wollte. Regen, Erschöpfung und Schmerzen verschworen sich, um seine Entschlossenheit zu schwächen, aber je stärker sie mit vereinten Kräften versuchten, ihn von der Klippe zu werfen, desto fester klammerte er sich an ihr fest. Mit einer Hand über der anderen, mit einem Fuß nach dem anderen, zog er sich höher und höher, jeder Moment seines Aufstiegs war ein Augenblick der Wiedergeburt, jeder weitere Atemzug eine Offenbarung. Während er kletterte, verloren sich die Felsen unter ihm in der Tiefe, doch die Wolken schienen mit ihm zusammen emporzusteigen, enthüllten Stück um Stück der felsigen Wand, doch nie ein Zeichen ihres Gipfels. Soviel er wusste, hätte die Klippe endlos sein können. Er konnte klettern, bis er am Ende seiner Kräfte war und schließlich in den Tod stürzte. Der Gedanke besorgte ihn nicht allzu sehr. Besser versagen, nachdem er alles gegeben hatte, als zu sterben, ohne jemals an die Grenzen seiner Ausdauer gelangt zu sein. Das gab ihm Kraft, und er kletterte weiter. Nachdem der Berg zu seinem Feind geworden war, zu einem Hindernis, das er überwinden wollte, kletterte er schneller. Der Feind bündelte seine Gedanken, ließ seine Kräfte wachsen und schärfte seinen Durchhaltewillen zu einer schneidenden Klinge. Über und unter sich sah er jetzt nur noch die nackte Klippe, eine unerbittliche schwarze Wand, die nichts anderes wollte, als dass er versagte und starb. Er knirschte mit den Zähnen und spuckte wütend auf den Fels vor sich. Blut rann in breiten Rinnsalen seine Arme herab. Die aus der Wand ragenden Felssplitter, die sein Gewicht trugen, hatten seine Hände aufgerissen und bis auf den Knochen zerfleischt, doch der Schmerz war nichts verglichen mit dem Gedanken, sich seinem Feind geschlagen zu geben. Warum der Gedanke an eine Niederlage so schmerzhaft war, wenn er sich doch nicht vor dem Tod fürchtete, konnte er nicht sagen. Wovor sollte sich ein Mann ohne Erinnerung oder Zukunft am Ende fürchten? Diesem Gedanken folgte ein anderer. Als er seine schlanken Arme betrachtete und seine Größe abschätzte, kam ihm die Vermutung, dass er kein Mann war, sondern nur ein Junge. Sein Körper war der eines Jugendlichen. Obgleich von solider, muskulöser Statur war er trotzdem nicht mehr als ein Knabe. War dieser Aufstieg die Folge einer Mutprobe, einer Art Initiation? Ein Test seiner Mannbarkeit oder ein Ritual, mit dem er in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen wurde? Ein Bild tanzte am Rande seiner Erinnerung. Eine schroffe Gestalt von beeindruckenden Proportionen, die in ihm einen eisernen Willen entfachte und ihn provozierte, zu versagen, obwohl sie wusste, dass er nicht versagen würde. Die Erinnerung verblasste, aber mit ihrem Verschwinden stahl sich ein anderes Gefühl in seine Gedanken. Er war nicht allein. Jemand oder etwas beobachtete ihn. Das war natürlich lächerlich, denn wer sonst würde so töricht sein, eine kahle Klippe im Regen zu erklimmen. Doch das Gefühl war hartnäckig. Er fand einen Felsvorsprung, auf dem er sich ausruhen konnte, ohne sich die vielen Schnitte unter seinen Füßen aufzureißen, und er wuchtete seinen Körper herum, um sich mit dem Rücken gegen die Felswand sinken zu lassen. Der Nebel war herabgesunken und ein undurchdringlicher Dunst aus Feuchtigkeit nahm ihm jede Sicht in die Ferne. Doch gleichzeitig klarten die diesigen Schwaden über ihm auf, so daß er einen Blick auf einen Teil des Himmels erhaschen konnte. Er sah die Sterne. Ein Schleier aus herrlicher Dunkelheit, durchstochen von winzigen hellen Nadelstichen, das Licht unvorstellbar ferner Sonnen, die eine schimmernde Wolke bildeten. Sterne waren ihm nicht fremd. Er wusste, was sie waren und kannte die chemische Anatomie ihrer Lebenszyklen, doch woher er dieses Wissen hatte, war ebenso ein Geheimnis wie die Frage, warum er an dieser Klippe hing. Sie zogen über ihm in einem weiten Bogen dahin, Konstellationen und Auroras, die wie Sonnen dämmerten. Und im Herzen all dessen verbarg sich etwas anderes etwas, das die ganze Zeit dagewesen war, ihn die ganze Zeit beobachtet hatte und es immer tun würde. Undeutlich spürte er, dass darin keine gütige Fürsorge lag, sondern die Geduld eines Jägers, der seiner Beute nachstellte. Wie ein ozeanischer Mahlstrom, der aus dem Meer gehoben und in den Himmel getragen wurde, drehten sich die widerlichen Farben des kränklichen Schaums aus Materie und Licht, eine Region des Raums, die die Zeit verschlang und ihre verlorenen Bruchstücke ausspie, stierte wie das Auge eines monströsen und kolossalen Geschöpfes auf ihn herab. Eine Macht, die erst vor kurzem in das Universum gekommen war, die jedoch die Sterne selbst überdauern würde. Der Anblick ließ Übelkeit in ihm aufsteigen und er schloß seine Augen, als ihn ein taumelndes Schwindelgefühl überkam seine beine wurden schwach und er drohte die kontrolle über seinen körper zu verlieren sein rücken löste sich von der felswand und er fühlte den gewaltigen leeren raum vor sich das schwindelerregende gefühl auf einem schmalen steingrad tausende meter über dem boden zu stehen seine hand tastete nach dem fels fand jedoch keinen halt sein körper neigte sich über die abgründige tiefe während sein verstand ihn anschrie gegen die schwäche anzukämpfen ein scharrender Finger fand einen schmalen Spalt im Gestein und er zwängte seine Hand hinein, als sein Körper in die Leere kippte. Schmerz schoss durch seinen Arm, als sein gesamtes Gewicht vom Felsvorsprung glitt. Er spannte seine Faust, als er spürte, wie er abrutschte. Die Haut seiner Handfläche riss auf. Er biss die Zähne zusammen und kämpfte gegen die strampelnde Panik, die in ihm aufwallte. Wut stieg in ihm auf und zwang die Panik zurück. Jemand hatte ihn auf dieser Felswand zum Sterben zurückgelassen. Das wußte er mit einer Gewissheit, die ebenso unumstößlich wie unbestimmt war. Warum sollte jemand einen Knaben ohne Erinnerung zum Sterben zurücklassen? Welchen Zweck verfolgte er damit? Seine Wut angesichts dieser unnötig grausamen Feuertaufe verbreitete eine eisige Ruhe in ihm, und er atmete tief durch. Während er den Schmerz in seiner verletzten Hand ausblendete. Und dann sah er, wie etwas aus dem Dunst über ihm auftauchte: ein Seil, das an der kahlen Felswand herabgelassen wurde. Halt dich fest, Junge! sagte eine Stimme über ihm. Beeil dich! Der Nebelschleier teilte sich und er erblickte vielleicht fünfzig Meter über sich den Gipfel der Klippe, deren Rand mit dichtem Ginster und faserigem Farngestrüpp gesäumt war. Eine Gruppe von Männern in weißgoldenen Rüstungen zeichnete sich vor dem Nachthimmel ab. Zwei von ihnen hielten das Seil, während ein dritter mit einem roten Helmkamm wieder zu ihm herabrief. Komm schon, Junge. Wir haben Besseres zu tun, als deinen jämmerlichen Arsch die Klippe hinaufzuziehen. Seine Lippen verzogen sich verächtlich angesichts des geringen Zutrauens, das der Mann in seine Fähigkeiten hatte, den Aufstieg ohne Hilfe zu bewältigen. Er griff nach oben und hielt sich mit seiner freien Hand fest, bevor er gequält die Luft ausstieß, als die Anspannung in seiner anderen Hand nachließ. Nach kurzer Suche fand sein Fuß einen sicheren Halt, und er zog seine blutende Hand aus dem Spalt im Fels. Ich werde klettern, sagte er. Mir muß niemand helfen! Der Mann zuckte mit den Schultern und sagte: Ganz wie du willst! Kletter oder stürz ab, mir ist es gleich! Das Seil wurde wieder die Klippe hinaufgezogen, und das Ende seiner Tortur vor Augen schöpfte er neue Kraft und kletterte weiter. Eine Hand über der anderen stieg er hinauf, und mit jedem Meter, den er im Krieg mit der Klippe zurücklegte, wuchs sein Selbstvertrauen. Je näher er dem Gipfel kam, desto zahlreicher wurden die Stellen, die ihm Halt boten, als hätte die Klippe schließlich akzeptiert, dass sie sein Leben nicht fordern würde. Er schob sich nach oben und suchte Halt, doch seine Hand fuhr nur durch Luft, und er begriff, dass er den Gipfel erreicht hatte. Gepanzerte Handschuhe griffen nach ihm, doch er schüttelte sie ab und richtete sich.